Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Ich als Pirat, die Dissidentenfraktion, wird diesen Antrag zur Flächennutzungsplanänderung und auch zum Bebauungsplan ablehnen, aus zwei Gründen. Ich möchte die zwei Gründe jetzt mal kurz darlegen. Der erste Grund ist, dass die Stadt, der Stadtrat und auch die Menschen in Dresden und auch die Presse und auch alle die, die sich an Diskussionen in der Stadt beteiligen, sich eigentlich nicht verschaukeln lassen sollen. Wir haben unlängst, also vor einem Jahr, haben wir beschlossen, gegen meine Stimme, dass wir den Kaufpark Nickern neu entstehen lassen. Und was gab es da nicht alles an Untersuchungen und Diskussionen? Ist der Kaufpark, ist das eine Gefahr für die Innenstadt? Ist das eine Gefahr für die Ortszentren? Wie ist das mit der Kaufkraftverschiebung? Es gab Gutachten, die haben das alles ausgerechnet. Wir haben geguckt, wie groß ist dieser Park. Und gut, es gab ein Ergebnis. Aber der Investor wusste zu dem Zeitpunkt natürlich schon, dass er ein Jahr später mit einem riesigen Möbelmarkt daneben kommt. So, das heißt, all diese ganzen Diskussionen, diese ganzen Untersuchungen, die waren alle für die Katz. Wir haben alle um sozusagen den heißen Brei geredet. Und natürlich kam wieder 9,8% Verschiebung der Waren raus. Und es ist kleiner als 10 und dann konnte man den Markt bauen. So, und jetzt kommt ein Jahr später und will noch einen riesen Möbelmarkt daneben machen. Warum ist das ein Problem? Naja, weil Menschen natürlich, wenn zu A, B und C, wenn dieser Einkaufsstandort immer komplexer, immer attraktiver wird, immer mehr dort gekauft werden kann, dann fahren Menschen natürlich auch dahin. Und wenn ich mir schon so verkaufe, dann gehe ich dann nachher noch eine Milch kaufen oder gehe noch irgendwie dort ins Einkaufszentrum, kaufe eine Hose und so weiter und so fort. Wir sind also hier als Stadtrat damals bei der Entscheidung verschaukelt worden. Und deswegen bin ich der Meinung, sollte man das den Baumarkt jetzt nicht, dem nicht zustimmen. Das ist der erste Grund. Und ich bin mal sehr gespannt, was in einem oder zwei oder drei Jahren dann so kommt, wo man dann noch hier das und das und das und das. Ich tippe ja auf eine Bowlingbahn und Kino. So, aber das ist nur mal so am Rand. Der zweite Grund ist, wir reden alle oder sehr viele Leute reden davon, wir wollen die Stadt der kurzen Wege. Wir wollen eine kompakte Stadt. Walkable City. Wir wollen stadtgerechten Verkehr statt verkehrsgerechte Stadt. So, das sagen wir immer und immer und immer wieder. Und dann kommt etwas mit einem riesigen Parkplatz, einem riesigen Einkaufszentrum und dann noch ein Möbelmarkt daneben. Das heißt also, was für ein Zeichen setzen wir denn? Wenn wir dort einen riesigen Parkplatz mit einem riesigen Einkaufszentrum hinbauen, dann ist das der Weg. Wir wollen aber dahin. So, und das ist genau falsch rum zu dem. Und deswegen müssen wir aufhören, diese autozentrierten Bauten zu machen. Wir müssen aufhören, Leute dazu zu ermutigen oder gar, wenn man sich da hinten mal versucht, zu Fuß hinzubewegen, ist schon relativ schwierig, ja. Also es quasi als Bedingung zu machen, einkaufen zu gehen, mit dem Auto dahin zu fahren. Wenn wir sowas immer weiter und weiter bauen, können wir uns nicht wundern, dass wir aus dieser Droge Auto nicht langsam aussteigen können. Und von daher werde ich das ablehnen, die Dissidenten werden das ablehnen. Ich bin sehr froh, dass mein energisches Rumwüten auch dazu geführt hat, dass die Grünen das jetzt auch ablehnen. Das freut mich sehr. Das heißt also, man kann in diesem Stadtrat mit zähem Nörgeln und mit konstruktiver Kritik auch was erreichen. Dankeschön.